Hey, stupid! You can't be. Ich brauche keine Arbeitsklamotten, aber einen Helm. Okay. Sehe ich ein. Was für ein Spasti. Ein Architekt an Ort und Stelle. Komme ich an die Pläne? Muss ich den umrammen oder umrampen? Ich probiere. Boah. Waffen kann ich ja auswählen, aber. Mache ich das jetzt am blödesten? Sollen die Architektenpläne rankommen? Ich hau ihn jetzt einfach um und fertig. Bams! Spasti. Fickt euch! Fickt euch! Ihr kriegt mich nie! Denn ich bin. Very Batman. So, stell die Karre! Na kommt doch! Spasti! Ey, der hat meine Scheibe kaputt gemacht! Den verklag ich nachher! Aber warum zäpfert ihr, wenn man das auch so machen kann? Kann man da reinfahren? Ich probier's einfach mal. Yippie. Hey, wir sind bei Frankens Hause. Mutti, ich hab einen geklauten Bull am Arsch. Hilf mir mal. Mutti, Tante. Ich weiß gar nicht mehr, wer das alles war. Ich hab mich verfahren. Nee. Ja, wow, vor dem Bull abhauen. Anspannung nicht zu übertreffen. Oh, da. Oh, ich muss fliehen, Da kommt Bulle! Ganz zufälligerweise kommt da natürlich ein Bulle vorbeigefahren. Oh, wer hätte das gedacht? Und die wissen auch genau, wohin ich fliehe. Das ist einfach, das ist für die. Die können das vorhersehen. Los, kann ich wieder zurückfahren. Wow, das war auf jeden Fall ultimativ spannend. Ich muss immer auf die Uhr gucken. Ach nee, jetzt haben wir erst die. Ist die 97. 98. Jetzt muss ich noch mal 20 Minuten warten, dann können wir die 100. starten. Wow, das hat sich gereimt. Yeah. So, ja. Dann fahren wir wieder mal zurück. Das war auf jeden Fall wieder mal eine richtig spannende Mission. Weiß nicht, ob ich den Typen hätte umnieten müssen oder nicht. Oder, boah, ich hab mir mal am Leben gelassen. Ich hab die beste Rübe überhaupt. Dass wir den gekonnten Schnitter gegen das Auto fahren. Na, die ist auf jeden Fall tot. Hat's ja verdient. Patz. Hey, da steht mein Auto nochmal. Mensch. Ah ne, ist am Dings deins. Auf das gleiche Karre mittlerweile. Ich gehe zur Arbeit mit meinem Koffer. Ach ja, erstmal die Textilfabrik. Gucken, was da los ist. Ich bin der Chef. Scheiß Treppen hoch. Ich dachte, der hat so eine karierte, eklige Hose an. Was an dir? Wir müssen mal reden. Oh, kommt eine Musik her. Irgendwelche Dingsmucke? Ins Office. Doch schön. Ah, it's cracking. Hey, you got him? Of course I do, home. Here. Thank you. So. All good? Sure, homie. So is this shit for real? We just gonna rob the FIB and be allowed to walk by your boys like that? Yeah, I don't fucking know. Probably not. All right, Lester, what do you got? I don't quite know yet. Give me a minute. I'm not a fucking computer. Oh. Oh. Oh, maybe I am. Here's what I think. We have two options. The new security software goes into containment mode in case of emergency, you know, earthquakes, mudslides, acts of God. So, we could plant some firebombs. They go bang, the emergency call goes out, we hijack it, show up as firemen, and then we grab the containment drive. Or, we could hack the system on site. We'll go in by air. Hope we don't run into too much physical resistance. Sounds relaxing. Either bombing our office ran by a division of corrupt government psychos or defeating one of the world's most complex security systems using our worthless ass ninja skills, huh? Yeah. Any mini money mo. Here we go. If you favor the firebomb containment drive option, you'll go in with that janitor's ID you picked up. It'll be at night when most of the workers are off. You mop the place and plant the bombs where we need them. Seriously? I got a mop? Yeah, yeah, you really do. They'll clock you on the cameras if you're play-acting.
You also need a fire truck to show up in when the bombs go off, and a getaway car stashed in a quiet place near the bureau, so you could torch the truck and then get out. The car doesn't have to be anything special, there shouldn't be any heat. What about the other way? With the, ninja skills? Now you choose that route, you won't be using the janitor's gear, but we had to cover all the bases. Your FIB paymasters will have to provide you with a chopper and a pilot. Now you fly way up above the building, parachute in, and gain access through the roof here. Now you'll need to be armed to the teeth, mind you, just in case the, shit goes down. Mopping or parachuting? Wow, you're making this choice really difficult. Now, Haynes has given us the leftover money from the Polito job to pull this mission, and the crew will be paid out of that. We keep the change. So, what's it gonna be? Über Star, Feuerwehr, Fallschirmspringen. Ach, naja, ich weiß ja nicht. Es war gehen, wir holen uns eine Feuerwehr, das ist ja nicht so schwer. Ein paar Bomben, dann müssen wir die Kameras beobachten, dass wir nicht in die Kameras reinlaufen. Ja, ich weiß! Action? Langweilig. Action? Langweilig. Langweilig hat man die ganze Zeit, wa? Aber im Fallschirmsprung, da bin ich doch mal so super gut, ey. Nee, da bin ich super scheiße. Und einfach durchbamsen. Aber wir hatten doch vorhin schon so. Ich nehme einfach das mit der Feuerwehr. Ich bin so völlig überfragt. Feuerwehr! Was ist das? So, you do want a mop. Okay. Well, you'll need a couple of gunmen. They'll go in with you as firemen. Everything goes to plan. They won't fire a single bullet. But you will be running into a burning high-rise with them, so consider that. Huge Welch. Schütze. Gesundheit für den Arsch. Stärkneuigkeit für den Arsch. Feuerrate noch mehr für den Arsch. Waffenauswahl. Etwas. 14, 7. Ich brauch doch keinen Schützen, Alter. Fick dich. Well, should be okay. He's got a few scores left in him. Hey, noch ein Schütze? Fick euch, ich will keinen Schützen. Wie viel Schützen brauche ich denn? Leck mich, gib keinen Schützen. Ey, ich will hier keine Leute anheuern, das reicht mir vollkommen zu. Ich will das Geld selber haben. Alter. Gus Moda. He's a pro. Not much else to say. This is a protected federal building. Are you absolutely sure this is how you want to take it? Bin ich nicht. Aber ich mach's trotzdem so. Fluchtfahrzeug, was? Feuerwehrausrüstung? Crew auswählen. Hab ich doch gerade gemacht. And we have a winner. I'll make the arrangements and call you when we're ready. All right, shit, hit me. You know, I'm still looking into that union depository gig. It's real interesting. But I don't know if we can do it without you-know-who. Well, as long as he can't do it without us. Ach ja, der Trevor. Der liebenswürdige Sakar des Lebens. Bestanden. Wow. 100%. Weil ich in 22 Sekunden davon gefahren bin. Tja, jetzt müssen wir... Fluchtfahrzeug. Das wird ja relativ easy. Passt mal auf, wie ich das mache. Das mache ich gleich hier vorne. Das ist nämlich voll einfach. Ja, dann ist das auch... Das ist einfach total Pille eigentlich. Wir taken the handy. Wir drücken auf die Nummerwahl. Ging das hier nicht? Das ging hier nicht? Ach ne, Quatsch, wieder völlig falsch. Da war das, ja. Dann rufen wir die 99. Ne, Quatsch. Hab ich den für mich? Nein, nicht die. Oh, was war's denn los? Die 911. Tütüt. Und crawlen da mal durch. Hallo, this is 911. Bei mir brennt es! Achso, ja, also ich brauche eine Folge. Thank you. The fire department is en route to your location. Feuerwehr, Feuerwehr, wo bleibt denn sie? Ich freue mich sehr. Was? Wir brauchen ein Feuerwehrauto von LSFD.
Ah, naja, toll. Schön, dass die Information jetzt auch schon mal dasteht. Dabei wusste ich schon lange, aber ist gut. Ich höre sie. Wo ist sie? Ich bin gerade zu Ort mit dem Headset. Ich glaube, die kommt von da. Nein, sie ist überall zu hören. Ah, da kommt sie ja. Yeah. Komm zu mir, du geile Sau. Tüdelü. Hey, halt. Bleib doch mal stehen. Und tschüss. Spider-Schwein. Ah, da ein Feuerwehrwagen, Bullenwagen. Na? Scheiß Bullen. Warte, wie schnell ist denn die Feuerwehr bitte unterwegs? Geil. Die kriegt mich nie, denn ich bin super schnell unterwegs mit deinem Feuerwehrwagen. Muss fliehen ab zum Friseur, da finden die mich niemals. So sieht's offiziell aus. Weg da! Ich hab ihn gewarnt. Dauert doch gar nicht, oh mein Gott, schreien, dass ich hab den einfach Huch! Oh, das war ein Lahmweg. Achso. Verstehe ich. Ich habe eigentlich noch eine tote Leiche im Auto. Aber auf jeden Fall gleich eine Uniform dabei. Ist ja super. Ja, dann tuckeln wir mal wieder zurück. Das war auf jeden Fall die schwierigste Mission, die ich je gemacht habe. So. Das ist ja nicht relativ fix, war. Ich gucke mal auf die Aufnahme, ob die auch wirklich läuft. Scheiße, dass ich nicht mithören kann. Wenn ich alles doppelt und dreifach würde, das wäre natürlich ein bisschen scheiße. Doch, wir fahren. Jetzt zurück. Das ist toll. So muss ich hin. Irgendwie dahin. Und dann muss ich dahin. Dann unter der Bridge. Ach so. Hier sind wir ja schon wieder. Ich habe gleich eine Uniform mitgebracht. Die liegt da neben mir. Im Auto. Soll ich die noch rausholen? Halt nicht. Wo brennt's? Bei deiner Mutter. Ja, Silber, ja! Weiter! Was muss ich jetzt machen? Nix. Finde ich gut. Wie lange nehme ich auf? 20, 40. Huch. Lester. Hey, Lester. We got a fire truck. It's parked around the back of your place. Good work. Call me when the rest of the prep's taken care of, okay? Aber das ist ja ohne längere Folge. Was will ich auch noch machen? Telefon voll, aber. Ein Ort sicheren. Stecker ein Fahrzeug. Einen sicheren Ort für Fahrzeug benutzen. Ah. Wir brauchen ein Feuerwehrauto vom LSF. Täuschen. Ja, Feuerwache. Ohrenstelz. Kennen wir ja schon. Wir brauchen ein Flugfahrzeug. Dann nehmen wir auch unser Fahrzeug als Flugfahrzeug, weil es ist ja ein Vier-Mann-Fahrzeug. Oder brauchen wir schon wieder irgendwas? Also ja, ich habe schon wieder keine Ahnung, wo ich das Auto hinstellen soll, weil Flugfahrzeug stellt es irgendwo hin, wo es sicher ist. Aha. Gibt ja nur 10.000 Autos. Nee, das persönliche können wir auch gleich nehmen, ne? War das beim letzten Mal auch? Siehste? Habe ich euch doch gesagt. Ich hab's euch doch gesagt. Ihr hört mir auch nie zu. Komm mal raus hier, Opa. Was ein Jugendlicher? Naja, scheiß drauf. Dürfte schon eh nicht fahren. Wähle einen Fluchtpunkt. Was stand da jetzt nochmal? Ort. Es wähle Fluchtpunkt markieren. Aha. Ja, wo verstecken wir jetzt ein Auto? Ich habe eine gute Idee. Wir sind doch hier an der Schleife, ne? Beim Tuner.
trotzdem wird nicht gut. Lalala, lalala. Achso, jetzt sind wir bei der Textilfabrik. Ja, das ist natürlich ein super Versteck. Nope, du bist echt ein Held. Und eine Schramme ist auch schon drin. Ja, wisst ihr was, wir sind hier, wo soll man das hier, wo soll ich verstecken? Am besten auch nicht durchkommen. Oh, okay. So, nee, SMS nicht, Kontakte. Lester. Verbindung markieren. Konferenzschaltung. Hey, Les, that getaway car is parked where we need it. Alright, give me the location. La Mesa. Then I guess we can't put it off any longer. I'll get word out to the guys. Come out to my office and speak to me. Boah, ich bin so ein guter Verstecker. Kommen gleich alles um die Ecke. Fluchtwagen erfüllt. Wow. Ich kann jetzt auch eine Silberrangmedaille, weil ich wieder irgendwas nicht gemacht habe. Mir scheint nicht. Mal auf zu husten, renne. Auf einmal zum Michaels Haus. Nein, wir rennen jetzt nicht zum Michaels Haus. Nein, wir machen jetzt das hier. Das ist jetzt ein H. Harry, Esther, Esther, okay. Kurzer Tag. Oh, alter, hell. Oh, okay, wieder ein bisschen dunkler, danke. Oh, die. Oh, hab ich jetzt erschrocken. Hey, how you doing? Ah, pretty good, under the circumstances. About to knock off a federal government building. Well, meanwhile, my psychotic former BFF is trying to figure out a way to kill me. But hey, the meds are kicking in. So life's good. Well, exactly. Franklin got us what we need. Put those on. Then what? Then, head in there and rig up a slightly more sophisticated fire trap than we've got here. So, I'm guessing drapes and scented candle aren't gonna do the trick, huh? No, 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 no. You'll have incendiaries and a remote device. Now, they need to be strategically placed so we can ensure that we still have access to the server and that the structure maintains its integrity. Now, once you get out, trigger the bombs, meet up with Franklin and the crew, and we'll intercept the emergency call, and you all go in as firemen. Oh, got it? Yeah, I got it. Sounds a little idiotic. Well, under the circumstances, it was the best I could do. And if you'll remember, you were the one who chose to do it like this. Oh, come on. But, you know, Trevor has a point about you. You whine too much. Yeah, fuck you. Oh, don't even try it. Don't worry. Ja, das scheiß Telefon klingelt mal wieder, wer hätte das gedacht. Begebe mich zum FIP-Gebäude. Ich begebe mich zum FIP-Gebäude. Mit einer schönen Driftkurve. So, fährt man noch normal Auto. Ich mag mein Auto. Habe ich schön gemacht. Gib mir einen eigenen Schulterklopfer. Ja. Mike, you ready for me at the Bureau? Yeah, it's almost that time, Frank. Link up with Moda and Welsh. Get the fire truck and be ready to go as soon as I say so. Shit, we'll be good to go. Me and Gus will at least. You? I don't know, dog. Ich hab ihn gewarnt, hab ich gehört. Und den Fisch abgebogen. Los, fahr, 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 fahr. Weg da. Ich hab doch gut, Alter. Boah, Alter, bin ich gut. Zum Drehkreuz. Auf ins FIP-Gebäude. Oh, Moment mal. Schicke Klamotten. Aber die Frisur, naja, was weiß ich. Jetzt habe ich schon Ahnung von Klamotten. So. Das ist ein Drehkreuz, das ist für mich eine Tür. Ach so. Is it your first day? Go through the turnstile and head up. Hallo, Herr Dick, Drehkreuz. Yeah, they keep changing the contractors. Yeah, because guys like me keep losing their jobs and agreeing to do this for less. All right. Seht ihr, mit einem coolen Spruch kommt man überall durch. Das ist auf jeden Fall das schönste, belebteste Büro, das ich je gesehen habe. Mit den ganzen Überwachungskameras, die hier auch nicht vorhanden sind, aber naja. Was? 65 Gänge, 69, 60, 70? Nee, 60 Gänge.
Bing. 49. Hol dir den Mob. Ja, der weiß natürlich, dass im 49. Stock ein Mob rumsteht. Das ist normal. Ohne Wasser. Doch, Wasser ist schon drin. Ah, das wird einfach wieder, so das dreckige Wasser wird einfach wieder reingestellt, damit der nächste am Tag wieder alles dreckig wischen kann. Ich sehe schon alles grau, da kann ich mir viel falsch machen. Begib dich zu den Büros. Ah, hier ist wirklich dreckig. Wisch den Boden auf. Okay. Lalalalala. Ich wisch den Boden auf. Oder auch nicht. X, da ist ein Fleck. War toll. Ah, shit. Oh, 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 ich mach wieder alles dreckig. Oh, oh, oh. Wollte ich nicht. L1. Ja, Alter, wir haben eine Aufwischsimulation, Alter. Die muss man sich geben. So. Lalalala. Ach ja, so war wieder. Das, die wichtigsten Tasten sind L1 und X. Boah, also ich... Das Traumjob einfach, das hier. Platziere die Bombe im Spind. Kann ich jetzt einfach hingehen? Ah, da ist ein Spind. Hauptsache, der ist offen, nicht abgeschlossen. Das ist auf jeden Fall die größte... Das ist die größte Bombe, die ich je gesehen habe. There you go. Hol den Eimer. Wie hebe ich den denn auf? Mit Viereck? Ah, so. Begib dich zum nächsten Raum. Lalalala. Macht netter. Schönen guten Morgen. Na, wieder bei YouTube Videos gucken. Ja, verstehe ich, mache ich auch jeden Tag. Nur, dass ich kein Büro habe bei mir auf Arbeit. Ich habe einfach nur einen Arbeitsplatz. Wisch den Boden auf. Okay. Lass mal hier den Eimer mitten im Weg stellen. Mit dem dreckigen Wasser den Boden aufwischen. So macht man das. Lalalala. Patschi, patschi, patsch, patsch, patsch. So. Ja, fast sauber. L1 war das, ne? Ich finde auch geil, wie eklig dreckig das Wasser schon ist, ne? Und trotzdem wird damit gewischt. So, da noch einen kleinen Fleck. So. Lalalala. Wow, das ist die spannendste Aufnahme, die ich gemacht habe in meinem ganzen Leben. Das ist noch spannender als der Hunter. Ich wische nur den Boden mit eurer Scheiße auf. So. La, 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 la. Kann ich den wieder mitnehmen, den Eimer? Komm mit Eimer. Da sind noch mehr Flecken, die beseitigt werden wollen. Können wir auch rennen? Ne, ich muss ganz normal laufen. Sehr schön hier. Hier werden auch die ganzen Attentate geplant und so. So, erstmal wieder hier irgendwo hinstellen, den Eimer. Huch, ah, falsche Taste. Die Steuerung ist ein bisschen kompliziert, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man das ordentlich macht. So, das sieht doch relativ ordentlich aus. L1. Wieder rinnen das dreckige, keimige Wasser. Ich finde es auch schön, dass hier die Räume so, dass hier so viele Leute arbeiten. Platziere die Bombe auf der Toilette. Ich gehe mal schnell auf den Klo wischen. Auf den Männerklo. Oh, ist ja wirklich ein Fleck. Ja gut, das ist ein Pissfleck, der muss da sein. You know you stay too late when the mopping dead show up. Mach ihn, schneller. Hände waschen ist nicht schneller. Hier, Alter, hier sieht's aus. Es ist irgendwie immer das Gleiche. Scheißegal, ob du auf Arbeit bist, ob du in der Schule bist oder sonst wo. Die Klos sehen immer aus, als hätten sie darauf eine Party gefeiert. Hier überall die Papiertücher, da. Am besten auch an der Decke irgendwo rumklatschen die Dinger. Es ist doch... Oh. Britney ist online. Hinterm Klo. Na, wenn da einer kacken geht, Alter, und das Ding hochgeht, der hat auf jeden Fall den letzten Schuss geschissen, Alter. Das gibt eine bombige Überraschung. Hol den Eimer. Ich hole mir den Eimer. Ich mache eigentlich keine Bombe da rein in den Schaltkasten. Ist doch viel sinnvoller, oder? Aber was bin ich denn schon?
Bring die Mob zurück in den Hausmeisterraum. In den Hausmeisterraum, du meinst in den kleinen Mini-Zimmer-Schränkchen, whatever. Kann ich ein bisschen Wasser über die Geräte gießen? Man darf hier nichts machen. Communications. Ich finde toll, dass hier die Büros, also Hammer, also hier möchte man auf jeden Fall arbeiten, das ist bestimmt total aufregend. Wenn den ganzen Tag nur am Computer sitzt und nur irgendwelchen Scheiß eintippt und dann so am Ende des Tages, ja, ich gehe da mal schlafen. Hauptsache, wir haben neben unserem Büro haben wir das FIP-Zeichen, das riesengroße. So, dann bringen wir mal die Scheiße wieder rein hier. Wasser lassen wir drinnen für den nächsten, falls er wieder wischen muss. Und gehen auf den, in den Aufzug. Ja, okay. Ich habe ja gearbeitet. Ich habe ja meine 2 Minuten gearbeitet. Da kriege ich ja 5.000 im Monat für. Schließlich habe ich ja sauber gemacht. Ja, toll. Wir werden da aufgezeichnet. Kein Thema, aber im Fahrstuhl ist das wichtig. Aber in den Gängen und Fluren, also brauchst du keine Überwachungskameras. Völlig sinnlos. Aber naja. Ja, Leute, ich habe meinen 2-Minuten-Tag rumgebracht auf Arbeit. Ich kann ja wieder gehen, ne? Tschüss. They don't work so hard. Building's ja, dann schließt doch. Das FIB-Gebäude schließt jede Sekunde. Arbeiten die nachts nicht, oder wie? Ja, komm, wir können wieder rennen. Können wir runterjumpen? Nicht rüber, runter, du Spaten. Hä, was ist jetzt los? Ah. Frankie Denki. Hey, charge is set. I'm out of the building. Auf in den Feuerwehrwagen. Hey, dog, we right around the corner. We got your gear in here with us. Hey, look, everybody cool, right? Because once we pick him up, it's all go, all right? In and out, Holmes. Let's do it. Los, kommen Sie rein, kommen Sie rein. Michaels Auto ist natürlich verschwunden. So, nun. All right, trigger the firebombs, Frank. I'll get my turnout gear on. Achso. Kontakte C4-Bombe. Ach da, zünden. Aha. Boah, Feuerwehr. Hier, yeah, 9/11, Part 2. Jetzt, 2014. Mein Gott, habt euch mal nicht so. And up she goes. Wir müssen löschen. Ich hab's eilig. Wiu. Und fährt mit der Handbremsenkurve in das Auto rein. Jawohl, so muss das sein. So, let's hijack the emergency signal, right? Yep. We'll be the only idiots running into that burning mess. So don't worry. Wir kommen zur Hilfe und rauben euch raus. Hold it up there by the curb. Go, 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 go. Come on. Betritt das FIP-Gebäude. Das gerade geschlossen wurde. Alter, wie sieht's denn hier aus? Ich könnte ruhig mal sauer machen. Haben wir keinen Hausmeister oder was? Los, 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 wir gehen zum Aufzug. Here we go, here we go, here we go, go, go. Oh, okay, hätte jetzt oder so einen Durchgang gehabt. Rinder, Rinder, ja. Ne, natürlich, die Feuerwehr nimmt den Aufzug, was man ja bei jedem Brandfall tun soll, immer Aufzug benutzen. Ja, yeah. Ich hab nicht gesehen. So, jetzt muss ich schnell was trinken, wartet. Mann, ich wollte nur schnell was trinken, wartet auf mich, wartet auf mich! Ich verdurste. Oh, hier ist kein Sauerstoff. Aber wir sollten auf jeden Fall rennen, haben wir weniger, haben wir mehr Sauerstoff. Ist total. Ist, ich versteh's selber nicht. Go, 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 go! Rinder. Ach, jetzt benutzen wir die Treppen. Treppen gibt's erst ab 48. Stock. Ist normal. Ja, wir sind ja so weit. Können wir den Feuerwehranzug auch so anziehen, haben wir den bei uns in der Klamottenkante Garderobe. Hey, sind wir ja beim. Gibt's so ein New York so einen Marathon, wo die Treppen hochrennen, ne? So dämlich ist, Alter. Machen wir jetzt gerade nach. Ich hab den erst überholt. Hier, ich werde Champion. Yes, oh, scheiße. Falsch abgebogen. Sorry. Hey, warte doch mal auf mich, Alter. Ich renne völlig unkoordiniert umher, wisst ihr, und die rennen ja alle schon. Wartet auf mich! Wartet! Was nu? Alle gehen in Deckung? Dann geh ich hoch in Deckung. Halt nicht! Na, hallo? Lauf! Bitch! The door's locked!
Naja, ich hol mal ein paar Bomben raus. Kanister, Tränengas, Haftbombe. And open it up. It's hot. Look back out. Here. Das war echt nur, ich wollte eigentlich so voll cool hinterspringen. Removable drive in the server stack on the far wall. Ich beeile mich. Was muss ich jetzt machen? Laufwerk holen. Alter, natürlich 5000 Laufwerk, ich nehme einfach eins. I got the drive, let's go. Here we go, here we go. Okay, ich renne ja. Wir müssen überleben. Wir springen einfach aus dem Fenster und haben Fallschirm dabei. Nein, haben wir natürlich nicht. Boah, steckt mir die Nase vor die Tür zu. Los, lauf, 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 lauf. Was ist jetzt los? Feuer. Oh, oh, oh. Aber sind wir schon bei Stufe 52, Rang 52. Nicht schon. Oh, oh. Weg da! Weg da! Whoa! Und was nun? Achso, ich soll den hochhelfen. Oh, sorry, hab ich nicht gesehen. Ah, weg da! Ich denke mal, der ist tot. Yeah! Hier noch 12 Dollar geklaut, jawohl, so muss man das machen. Er ist aber ein Schwarzer. Wow. Scheiß Call of Duty schon wieder Feeling hier. Nein. Call of Duty Ghost hier gerade. Ich komme. Wow. Ich vergesse, das wird eine ultimativ lange Folge wieder. Das hier ist nur für euch, weil dann die 100. Folge ist ja wieder Special. Scheiße. Hilft mir! Ihr miesen Kameradenschweine! Ja, ich lebe wieder. Kann ich den Geld klauen? Kein Geld dabei. Hä? Was will der? Alter, willst du mich verarschen? Scheiß dir, Alter, ich hab's eilig. Lass mich alle in Ruhe. Ja, hier brennt's, ich seh das selber. Ich versuch mich grad zu beeilen. Warum rennen hier noch FIB-Leute rum, Alter? Es brennt alles in zum Haus. Nein! Hä, wo war der? Ich habe einen Granatwerfer gehabt. Dumm, 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 dumm. Wieso hatte ich denn bitte schön Granatwerfer in der Hand? Das sind Fragen, die ich mir nie beantworten werde. Schon mal Schrotflinte jetzt in die Hand nehmen. Gleich gibt's wieder Bumm! Jawohl! Scheiße, ich bin tot. Flick? Ich heiße nicht Flick? Man, kinda. That explosion must have knocked me out, man. Ich bin dein schlimmster Albtraum. Just get out of here. Ich versuche es. Muss Sauerstoff. You fools to be at home. Ja, geht dabei. Can't you see the building burning? War nicht schon der Treppenabgang? War wohl nichts zum Spaten. Alter, hat noch geschossen, wo er tot war. Shit. Ja, klasse. Ihr seid schon hier. Ja, wir sind gleich da. Wir sind gleich da, 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 da. Ja, ich bin hier. There he is. Hey, we're going up this rubble. Okay. Los, es schaffen. Und habe ich eine Knarre dabei. Oh, Feuer. Boah. Wo lang?
shaft through here. Might be able to rappel down. Oh, es knarrt so bedächtlich. Wir werden es schaffen. Wir werden 9/11 Part 2 überstehen. Na klar, in dem Fahrstuhl, Logstelle, Erklärung. Alright, this is our way out. We gotta get these doors open. What's up? Hey, give me a hand. Briggs, come on. I see it street level. I fucking hope so. Da ist für jeden ein Seil im Boden? Hä? Strange? Wow, das will ich nicht so schnell machen. Let's keep moving, dog. Oh oh, oh oh. Whoa. We're getting out of here. Alter. Back da. Terra firma. Hey, let's get the fuck out of this building, right? Before it comes down on our head. Ich habe Schusswunden. Oh mein Gott, ich werde sterben. Los! Hey, und wo sind wir jetzt gelandet? Im Keller? Das Seil hat jetzt 50 Stockwerke nach unten gehangen. Ist klar. Jetzt gehen wir mit der Treppen hoch. Ich denke, wir wollen hier raus. Wohin? Da lang? Ach, jetzt sind wir... Hä? Okay. Längstes Seil ever. Weg hier! Wir konnten den Brand nicht löschen, tut uns leid. Ihr müsst leider jetzt alle sterben. Aber steig ein, du Fotze. Let's go, where we stash the car. Come on. So, und jetzt? Geh zum Fluchtpunkt. Okay. Ja, wir konnten den Brand nicht löschen, tut mir leid. Nachher schickt mal jemand vorbei, der kommt dann mit dem Feuerlöscher und wird euch dann helfen. I'm driving. Alright, we all gotta change before we get there. At some point soon, an APB will go out looking for firemen. We cannot be playing dress up when that happens. No. We need to get to the ride and torch this fire truck as soon as possible. I'm working on it. Yeah, because if they connect the dots, man, I don't know. Man, I'm working on it. Any minute they'll be looking for. Was war denn jetzt? I mean, Die Tarnung ist aufgeflogen, weil ich ein paar Leute überfahren habe? Die kennen mich doch gar nicht. Das war jetzt ein bisschen sehr strange. Die Tarnung ist aufgeflogen, weil ich 3, 4, 15, 28.000 Leute umgefahren habe. Fickt euch, fickt euch. Ins Knie, Ladebildschirm, yeah. Zum Fluchtpunkt, aber die haben mir nicht geschrieben, dass die nicht entdeckt werden sollen. Ich lese wahrscheinlich unten den Text einfach wieder nicht mit, weil ich viel zu faul dafür bin. So, okay. Wir machen das jetzt ganz ordentlich. Alright, we all gotta change before we get there. At some point soon, an APB will go out looking for firemen. We cannot be playing dress. Das war auf jeden Fall sehr unfair und auch völlig, dass ich den Alter. We need to get to the ride and torch this fire truck as soon as possible. I'm working on it. Yeah, because if they connect the dots, man, I don't know. Man, I'm working on it. Any minute they'll be looking for us. I mean, those guys in the building you took down. If they knew, who else is gonna know? It ain't worth thinking about, dog. Trust me. I'm gonna get us there as fast as I can. All right, shit. Shit, I just don't want to run into something. Man, y'all don't want to run into Trevor, bro. That's who you don't want to run into. Haha, you're right. So, take us to our get out, avoiding the cops, the feds, and my dear friend Trevor Phillips. All right, man, I'll try. Try real hard, okay? Ja, gemacht, habt ihr gesehen, das Auto ist gerade voll gesprungen. Wow, Alter. Pays him off hier, ey. Das sind Gipschelle. Alter, fahr doch jetzt mal beiseite hier. Meine Fräse, Alter. Wir müssen da unten hin. Ach, er hat zum Fluchtwagen. Stimmt, ja, da war ja noch was. Ja, auf Zoll. Hey, hey! Wo hab ich denn hingestellt? Da oben, ne? Ja, da steht's ja. Zerstört den Feuerwehrwagen zerstören. Moment. Seid doch alle weg. Boah, geil, mit der goldenen rennt da rum. Cool. Zum List des Haus. Leute, wir können da nicht einsteigen. Ich hab das super eingeparkt. Scheiße. Wir müssen ein anderes Auto klauen. Oh, yeah, shit.
I don't like speaking ill of the department, know what I'm saying? But that dude was in over his head. Yeah, he wasn't top draw, but I thought we could carry him through it. I guess I thought wrong. Well, anyway, we made it out, so we got that to be thankful. People get his paycheck and the standard expenses. Yeah, man, unfortunately, Hugh wasn't really cut out for this work, man. His mind was on other things. Why you say that? Man, he told me he was writing a screenplay. Did he give you a copy? I'd like to read it. Why? Well, you forget. I'm in the business. This guy gets killed in a raid on the Bureau and we produce his picture, there's some free press. They call that, pre-awareness. Yeah, all right, man. Sure. Seid ihr ein Avengers-Typ? Wird's nicht gelesen. Muss mit drei Avengers, habe ich gehört. Die Avengers, der zweite Teil. Und dann kommt Iron Man 4, Alter. Das ist bestimmt voll geil. Ich weiß ja gar nicht, hier alle Marvel-Sachen. Oh, ich hätte abbiegen müssen. Alle Marvel-Sachen so jetzt als Film machen. Finde ich voll geil, Alter. Einige sagen, voll scheiße. Ich finde die voll gut. Hier vorne. Hey, Lester, place up here. Lester. Hier wohnt der Lester, ne? Ja. Keep your heads down, you hear? Well. What? I never thought I'd see you clowns again. Oh, verarscht! Fucking A right, we did it! Ow! How was it? For a suicidally dangerous mission impersonating emergency services while working a high security government facility, it was surprisingly uplifting. Come here, give me some of that. Hey, ow, 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 ow. Oh, sorry, I forgot. You forgot my very, very obvious illness? It happens. Whatever. Hey, let's get drunk. Franklin, fill up the glasses. Got some real vintage moonshine, hillbilly type shit. We're gonna be seeing triple and committing incest in minutes. Just the shit to make a man forget his trouble. Oh, exactly. I am just gonna get drunk as a skunk, and then I'm gonna reverse engineer a webcam and spy on those sorority girls again. I'm ill, okay? Give me a break! Cheers! Welcome to a man, that's some foul ass shit! All right, boys, I hate to break up the ritual, but I gotta go square things up with Davey and Dickwad. For serious? Hey, I just want them to know that now that we did this thing for them, and we have the evidence that we did this thing for them, that we can all go our own separate ways, you know? Well, fuck it. You want me to go with you, dog? No, stay. Have fun. I gotta do this alone. Right now. The sooner the better. It's one way to look at it, eh? Right. Besides, I wanna put this shit to bed. Then I can figure out Trevor, you know? Get my life back. Go back to being bored and miserable and loving every motherfucking minute of it. Here, enjoy the incest juice. Man, you boys sure know how to put the fun back in midlife crisis. Yeah, wir sind halt Profis. Wow. Franklins Anteil, Lester's Anteil, Michaels Anteil 0? Was? Fickt euch! Fickt euch! Alter, fick dich und dich und dich und besonders dich, ja? Genau, weil du jetzt über erstaunt guckst, fick dich, Alter. Wieso kriege ich 0 Dollar? Wusste, Alter, ey, Alter, ich will Dollar, ich will Geld, ich bin... Alter, leckt mir die Nudel. So, ja, Vorbereitung für den... Toll, halt nicht. We hit the bureau for you, Dave. Yes, I saw that. Meet me at the court center and I'll debrief you. I'm out, Davey. From now on, done. I appreciate that. I'm trying my best for you, but you and Trevor attacking Meriwether? Repeatedly? It doesn't help. That's Trevor's thing. Whoever's thing it is, it's unauthorized and it's dumb. They've been sniffing around my office. We really need to talk. Really? All right. I'll come to the court center. Ins court center? Fuck. Aber nicht heute, du Arschgesicht, denn ich habe was Besseres zu tun, weil ich muss mich jetzt ein bisschen auf Folge 100 Special-Folge vorbereiten. Da werden wir nämlich allen möglichen Scheiß machen. Natürlich muss ich ein bisschen noch vorher was testen, wie was funktioniert und so weiter und so fort. Und ihr habt jetzt eine ultimativ lange Folge von 40 Minuten. Hoffentlich ja, freut ihr euch dabei. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Cheerio, na 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 na. Cheerio, na 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 na. Und tschüss.